Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heuer ist das erste Mal in dem Jahr, wir dann wieder richtig viel natürlich für Biene, Hummel und Schmetterling. Außerdem zeige ich euch, wie man ein jugendliches Elixier gewinnt in der Natur draußen. Mit dem hat der Baum ein bisschen was zu tun, aber das zeige ich euch nachher. Dann werden wir einen wunderschönen Bärlauchstandort besuchen und dann schauen wir uns nach, gibt es schöne Blütenpflanzen, besonders um die Zeit für die Bienen, für die Hummeln, und die Cosi macht noch einen super Deko-Tipp. Ich werde euch jetzt zeigen, wie es aus einem wirklich sehr bekannten Baum, es ist unschwer zu erkennen, es ist die Birken mit dem schönen weißen Stamm, wie es euch da ein richtiges Lebenselixier abzapfen könnt. Das ist bei uns vielleicht in Österreich nicht so geläufig, aber wenn man weiter nach Osteuropa geht oder auch nach Skandinavien und Russland, Sibirien, Estland, Lettland, da ist das ganz, ganz bekannt und wichtig, und wir zapfen dazu die Birken an, aber ich zeige euch eine ganz schonende Methode, weil meistens machen die Menschen so eine Art Löcher rein in den Baum und hängen dann eine Kübel zu. Es braucht aber nur eine ganz einfache Geschichte. Es birgt sich einen Ast runter und schneidet den runter. Und da lasst ihr dann dieses Elixier außertropfen und dann habt ihr richtig was Wertvolles. Was da alles drin ist, das erzähle ich euch später. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das geht. Es könnt da eigentlich an jeden Ast von einer Birke nehmen, so ab klein fingerdick bis daumendick, so in die Richtung. Das ist für einen Baum überhaupt kein Schaden. Und es tropft eh sofort. Wirklich, nach Sekunden beginnt es zu tropfen. Das geht aber nur um die Zeit jetzt im Jahr. So ab Februar, März herum bis in April rein, fängt das Wasser von der Wurzel, das er im Herbst eingelagert hat, sich wieder nach oben in die Krone zu bewegen. Wenn man ein gutes Ohr hat, kann man das Ohr an die Birkenrinde legen und dann hörst du es sogar. Oder mit einem Stethoskop, man hört das Rauschen. Und den Saft, den fangen wir jetzt mit einer Flasche ein. So, da geben wir jetzt die Flaschen drauf. Ich mache das immer mit einem Klebeband, das ist so ein Maler-Kreppbandel. Es könnt ihr aber einen Strumpf oder irgend sowas nehmen. Geht nur um das, weil das hängt dann zum Beispiel einen Tag oben, dass uns da keine Mucken oder irgend sowas reingehen, dann bleibt das wirklich schön sauber, außer im Holz, und die Flaschen fällt nicht runter. I'm walking. All these thoughts are running, yelling, catch me if you can. And I'm wondering if I should chase behind a star. Jetzt kann unser Lebenselixier schon sprudeln. Da warten wir jetzt einfach ein bisschen, weil das passt mir ganz gut. Wir schauen jetzt zu einer wirklich einer schönen Bärlauchstelle und da tun wir ein bisschen an Bärlauch ernten. Den brauchen wir sowieso um die Zeit. Aber das lassen wir mal arbeiten. I'm dreaming, and my coffee is steaming, getting colder with time, and I'm wondering if maybe all this dreaming is better left to the night. Oh, but lately I've been having trouble sleeping. Will I just toss and turn? Herrlich, der Bärlauch. Wirklich, wirklich eine wahnsinnig wertvolle, ist eine heimische Wildpflanze, die bei uns wirklich auch in der Wildnis wächst. Aber es könnt ihr auch super im Garten wachsen lassen. Wieso nicht? Und man kann jetzt um die Zeit
eine reiche Ernte einfahren. Aber was vielleicht gar nicht so viel wissen, der Bärlauch ist eine ganz wertvolle Pflanze für unsere Insekten. Er blüht jetzt noch nicht, aber wenn er dann in die Blüte kommt, ist speziell für Wildbienen und Hummeln sehr, sehr interessant, weil er ganz viel Nektar und ganz viel Pollen hat. Also wirklich eine super wichtige Pflanze für unsere Insekten. Aber ich werde jetzt ein bisschen was brocken, damit wir den auch schön genießen und verarbeiten können. Der Bärlauch ist ja seit über 5000 Jahren, weiß man das nachweislich, bei den Germanen und bei den Kelten war das schon so eine wichtige Heilpflanze. Und das wirklich absolut zu Recht, weil er hat Inhaltsstoffe, die für uns ganz komplex im Körper wirken, auf verschiedensten Bereichen. Einerseits alle, die vielleicht so ein bisschen Magen-Darm-Probleme haben, die konnten das einmal probieren. Du musst dann nicht unbedingt kompliziert was zubereiten. Ich so einfach jeden Tag 2, 3, 4 Blätter. Einfach beim Vorbeigehen, wenn ich ihn im Garten kann, kann ich ihn jederzeit holen und genießen. Dann isse ich ein paar Blätter und man merkt sofort, das regt irgendwo die Magentätigkeit an, ist gut für den Darm. Und was den Bärlauch auch so interessant macht, gesundheitlich, er reguliert unser Blutbild. Er tut sozusagen unser ganzes Blutgefäßsystem schützen, damit es eben nicht, wie man so sagt, im Volksmund verkalkt. Also er schützt dann eigentlich, kann man sagen, vor Schlaganfällen, vor einem Herzinfarkt, also alles, was so diese Arterien sind, ist er ganz wertvoll. Er ist blutreinigend, also wirklich sehr, sehr viel verschiedene Wirkungsweisen, positive Wirkungsweisen auf unseren Körper. Und er ist halt einfach auch gut zum Essen, es ist so. Jetzt gibt es dann übrigens gleich zur Auflockerung einen schönen Deko-Tipp mit der Kose. Da macht es was mit Frühjahrsblüher, so viel weiß ich. Ja, apropos Frühjahrsblüher, da haben wir schon wieder einen ganz wertvollen, unsere ganz eigentlich normale Taubnessel. Taubnesseln sind ein Traum wieder für die Hummeln. Die ganze Zeit hört man, fliegen die Hummeln zu den Taubnesseln. Hummeln, Wildbienen, also alle Insekten, die so ein bisschen so lange Rüsseln haben, die mögen die Taubnesseln gern, weil ich glaube, das wissen alle noch, die einmal ein Kind waren oder vielleicht gerade Kind sind, kann man gut den Nektar auszuzeln. Und die Taubnesseln sind sehr, sehr gesund, waren so vielfältig verwendbar. Du kannst einen Tee draus machen, du kannst das in einen Salat dazugeben, speziell vor der Blüte an, da sind sie ganz mild und weich. Und wo ich schon gesehen habe, so ein bisschen beim Einschauen, was auch noch da sind die Schlüsselblumen. Unsere heimischen Schlüsselblumen sind auch so wertvoll. Erstens natürlich eh wieder für Bienen, für Hummeln, aber die Schlüsselblumen sind auch super für Schmetterlinge, als Futterpflanze wieder für die Raupen. Und ich glaube, das wissen eh die meisten, aus den Schlüsselblumen kann man so einen guten Tee machen. Für Kusis Deko-Tipp brauchen wir eine große Glasvase, eine kleinere Glasvase und 3 Marmeladengläser. Die Marmeladengläser werden mit Wasser befüllt und in die große Vase gestellt. Anschließend kommt um die Gläser ein wenig Moos aus dem Garten oder Wald. Ein paar Zapfen und Äste, am besten welche, die bald austreiben. Dann stellt Kusi die kleinere Vase auf die Marmeladengläser. Der Hohlraum wird wieder befüllt mit Ästen, Zapfen und Moos. Perfekt für die Deko eignen sich Frühjahrsblüher aus dem Garten oder von einer umliegenden Wiese. Diese Deko-Vase passt perfekt auf den Frühlingstisch. Like just another thrill.
und Markus sorgt jetzt noch für die Garnierung. Denn passend zum Frühlingstisch serviert Cosi eine Bärlauchsuppe, garniert mit Schlüsselblumen aus dem Garten. Ja, ich muss sagen, dieser Deko-Tipp war wieder sensationell. Und jetzt schauen wir uns unseren sensationellen Jungbrunnen an. Es hat sich wirklich schön gefühlt, dauert meistens ein paar Stunden. Manchmal wirst du es ein, zwei Tage oben hängen lassen, je nach Temperatur. Das nehmen wir jetzt runter. Und dann kann ich euch ein bisschen erzählen, wieso die Birken nicht nur für uns, sondern auch für die Tierwelt so wichtig ist. Es sind über 500 verschiedene Wirbellose, das heißt Insekten, Käfer, solche Lebewesen, die von und an der Birke leben. Und sie ist also ein wichtiger Schmetterlingsbaum, das glaubt man gar nicht. Es sind um die 250 Schmetterlingsarten, die die Birke benutzen. Um die 140 herum sind Großschmetterlinge sogar, also wirklich recht schöne, prächtige. Der Trauermantel zum Beispiel, die nutzen die Birke als Raupenfutterpflanze. Das heißt, die legen die Eier drauf und dann entwickeln sie die Schmetterlinge und die fressen diese Blätter. Oh, viel Käfer und verschiedenste Tiere. Dann gibt es eine eigene Wespenart, die ihre Eier auf die Blätter legt, die frisst nur die Birke, schauen aber aus wie Raupen. Glaubt man, ist von Schmetterling, ist aber von so einer Wespenart. Also ein hochinteressantes Gehölz, was wirklich ökologisch ganz, ganz bedeutend ist, birkenzeisig. Also es gibt sogar einen Vogel, der frisst die Samen. Und wir werden die Birke nutzen als Lebenselixier für uns. Wir werden den Saft da jetzt gleich kosten und dann erzähle ich euch ein bisschen, was da alles drinnen ist. Our worlds collided. Those were the days. Ja, die Birken ist wirklich zu Recht ein richtiges Lebenselixier. Du kannst das ganz, ganz vielseitig eigentlich verwenden. Meistens trinkt man es natürlich, also wirklich für die ganzen inneren Organe. Früher hat man auch Nierenbaum zur Birken gesagt, weil sie so eine ausspülende Funktion hat. Also wenn wer vielleicht Probleme hat mit Nierensand oder so Geschichten, ist das immer gut. Aber generell ist sie antimikrobiell, sie tut den ganzen Verdauung, den Magen, ist sehr, sehr schonend. Sie hat so viele Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Schleimstoffe, Saponine, also Seifenstoffe, seht ihr, alles so Stoffe, die wirklich gesund sind. Sie ist für die Haut sehr gut. Man nimmt das viel so für so, man sagt Frühjahrskuren, weil man es ja nur im Frühjahr eigentlich trinken kann. Du kannst es ja nicht sehr lange lagern, ein paar Tage vielleicht im Kühlschrank. Oder auch, wenn Leute Schuppen haben, dann könnte man es sogar aus so Art zum Haarwaschen nehmen. Aber ich trinke es ganz gern, weil es einfach erstens schmeckt und weil ich mich ein bisschen verjüngen werde damit. Schauen wir mal, wie es schmeckt. It's as simple as it seems. Ich merke schon, wie ich mich richtig vital fühle. Es schmeckt, wie soll man das beschreiben? Es hat einen sehr, sehr angenehmen, weichen Geschmack im Mund. Also wie ein Wasser eigentlich, aber sehr, sehr weich. Und man spürt ganz dezent im Hintergrund eine leichte Süße. Das ist der Zucker, der da drinnen ist. Aber wirklich nur minimal. Also man schmeckt, dass es kein Wasser ist, aber es ist vom Gefühl her wie ein ganz ein angenehmes, weiches Wasser. Also man spürt schon richtig, dass das angenehm und dass das gesund ist für den Organismus. Es ist auch blutreinigend, dann ist sehr gut angesagt, weil es eben Entzündungen im Körper bekämpfen kann, bei Rheuma, bei Gicht, also bei so entzündlichen Krankheiten. Also wirklich sehr vielfältig einsetzbar. Wenn euch das alles egal ist, dann trinkt ihr es einfach aus Vitalgetränke, wie man es viel im Osten Europas macht. Da ist es einfach ein Genussmittel, was gut zum Trinken ist um die Zeit.
So, das war es jetzt wieder von uns. Pfiat euch, macht es gut. Wir freuen uns, wenn wir ein Like kriegen. Das liken wir. Da habt ihr noch weitere Folgen von uns. Und da freuen wir uns auch richtig, wenn ihr uns abonniert. Ciao und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.